Je mehr XP, desto realistischer wird Minecraft. Das heißt, wir haben uns heute auf ein Abenteuer begeben, um 100 XP-Level zu erreichen und somit das realistische Minecraft aller Zeiten zu entdecken. Wenn ihr erfahren wollt, wie die coolsten Minecraft-Items und Mobs wie Enderperlen, Badlock, der Enderdrache und viele weitere Dinge aus Minecraft aussehen in super realistisch, dann schaut das Video unbedingt bis zum Schluss, lasst ein Like da und ein Abo, wenn es euch gefällt. Und let's go, es wird jetzt super spannend, vertraut mir. Wow! Leute, ihr seht schon, wir haben 0 XP, das heißt, wir haben auch 0 Realistigkeit in Minecraft. Oxy, was machst du dir? Okay, ich bin hier auch irgendwie gelandet. Einen Moment, wo sind wir bitte? Wieso sieht alles so unrealistisch aus? Oh ja, das ist das Problem heute. Umso mehr XP wir haben, umso realistischer wird Minecraft. Das heißt, wenn wir 100 XP haben, ist Minecraft einfach komplett realistisch und du kannst es überhaupt nicht mehr unterscheiden. Warte mal. Was redest du bitte? Ich habe 0 XP. Das heißt, Alter, es ist total unrealistisch. Schau dir mal die Bäume an hier vorne. Junge, wir haben gar keine Struktur. Siehst du das? Das ist einfach ein Birkenbaum wahrscheinlich und der ist einfach komplett weiß. Oh ja, und das hier vorne müsste ein Eichenholzbaum sein, oder nicht? Schau dir das mal an. Das sieht einfach aus wie ein Pupshaufen, oder nicht? Das ist aber komplett braucht keine Struktur. Und die Blätter, Junge, die haben gar keine Struktur, nix. Alter, okay, warum ist Gras lila? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das wollte ich gerade auch sagen. Das ist so unrealistisch. Also wirklich, ey, die Leute, Welt ist so komisch, wirklich. Die ist richtig komisch. Ich freue mich echt schon, wenn wir 100 XP haben. Und das ist Minecraft komplett realistisch. Und Leute, schaut unbedingt bis zum Schluss, um das nicht zu verpassen. Und jetzt würde ich erstmal sagen, Leute, müssen wir irgendwie an XP kommen. Weil wenn wir kein XP haben, dann können wir auch Minecraft nicht realistischer machen. Wo ist XP? Wie kommen wir an XP? Oxy, hast du eine Idee? Okay, ich weiß es. Wir müssen am besten Monster besiegen oder am besten sogar den Enderdrachen. Stimmt, der Enderdrache gibt ja richtig viel XP. Also da, spätestens beim Enderdrachen muss Minecraft komplett realistisch sein. Aber ich sehe dort vorne ein Villager-Dorf. Lass mal dort hingehen. Ich glaube sogar... Oha, schau dir das an, das ist Gras. Das sieht einfach lila aus und ist komplett verbuggt. Ey, ich kann nicht mehr. Das sieht so lustig aus, aber warte mal, beim Villager-Dorf, wie sehen eigentlich gleich die Villager aus? Darauf bin ich auch echt gespannt. Wenn die Villager jetzt einfach überhaupt keine Gesichter haben, das wäre so lustig. Leute, wir brauchen endlich XP! Wir brauchen endlich XP! Okay, komm mal schnell her, Bro. Alter, schau dir das mal hier vorne an. Junge, was ist das? Das ist ein Hühnchen. Das ist ein Hühnchen? Ey, Oxy, Junge, wir können froh sein, dass wir nicht so aussehen. Ganz ehrlich. Oh ja, das stimmt, ist aber ein wieso? Wieso sehen wir überhaupt noch realistisch aus? Ich weiß nicht, weißt du, denkst du später, wir sind einfach in echt? Also man sieht uns in echt? Das ist so realistisch. Das kann echt sein. Ey, aber Oxy, wir schaffen. Bro, lass uns direkt das Hühnchen erledigen, weil das Hühnchen, wenn wir es erledigen, gibt uns das XP und dann können wir unsere erste Realistischkeit Stufe freischalten. Ich mach dich fertig, Hühnchen. Entschuldigung, Ugri, das ich ist ja Ich hab XP ein bisschen bekommen. Siehst du es auch, die Herzen und alles und auch die Hungerbalken, die sehen komplett unrealistisch aus. Einfach so ein Kasten. Seht ihr das dort unten links, Leute? Warte mal, schau dir mal das an. Das ist einfach ein Hühnchen, Bro. Was zum, ey, das hat, die Items haben gar keine Textur, nix, ne? Das ist so komisch. Das sieht so krass aus. Stell dir mal vor, jemand spielt echt Minecraft den ganzen Tag so, Junge. Boah, das stelle ich mir so schlecht vor. Aber Leute, ihr müsst uns jetzt helfen, damit wir ein XP erreichen. Wir haben schon ein bisschen freigeschaltet, aber noch nicht ganz. Wir brauchen ein XP, um die nächste Realitätsstufe freizuschalten. Deswegen lasst mal alle Like da und Abo. Kommt schon, helft uns, Freunde. In 3, 2, 1 lasst ihr Like da und ein Abo, dann erreichen wir ein XP, Freunde. Kommt schon. 3, 2, 1 und Like abonnieren! Let's go! Wow! Ich habe absolut gar nichts bekommen. Und du, Oxy? Ich auch nicht, aber warum sind hier ganz viele Hühnchen gespawnt? Vielleicht müssen wir die einfach jetzt Eier besiegen. Ey, Freunde, macht ihr das? Stimmt, wenn wir die jetzt alle besiegen, dann kriegen wir einfach XP und dann haben wir unseren ersten XP freigeschaltet. Also, Hühnchen, komm her, Junge! Komm her! Ja, mach sie schon fertig, los. Und warte mal, ich habe schon die Hälfte voll und du? Ich auch! Und schau mal, wir können einfach hier das essen. Wir können einfach diesen komischen Block essen. Der sieht komplett komisch aus. Das sieht so lustig aus. Und warte mal, aber wir müssen uns erstmal einen Ofen machen eigentlich. Dann kriegen wir noch mehr davon. Das weiß ich doch. Stimmt. Aber das Ding ist, wir können kaum craften, weil ich check nichts. Ich weiß nicht mal, wie ich craften kann hier, weil ich nichts erkenne richtig. Leute, kommt her! Ich will meinen ersten XP! Oh Mann, kriege ich den denn endlich? Da vorne ist ein Huhn. Komm her, Hütchen, ich will ein XP. Bitte, bitte, bitte. Wow! Leute, wir haben ein XP erreicht, weil wir so viele Chicken erlegt haben. Und das alles dank euch. Und ihr seht einfach, Minecraft hat sich verändert. Hast du auch ein XP, Oxy? Oh ja, ich habe auch ein XP bekommen. Alter, schau dir mal jetzt Minecraft an. Es sieht ein bisschen realistisch aus, aber immer noch nicht ganz realistisch. Es sieht aus, als ob wir hier in irgendeiner
Comic-Welt wären, oder nicht? Das ist doch keine Minecraft-Welt. Oh ja, du hast recht, wie in einer Comic-Welt. Schau dir mal dieses Haus hier an. Alter, sieht voll lustig aus wie in so einem Anime oder so. Stimmt, hast recht. Ey, Leute, schreibt mal in die Kommentare übrigens, wenn wir alles uns angeschaut haben, bis komplett realistisch, welche Stufe euch am meisten gefallen hat. Also ich sag euch ganz ehrlich, diese Stufe gefällt mir sogar ein bisschen mehr als das normale Minecraft, aber die ist halt auch ein bisschen unrealistischer als Minecraft normal. Egal, Freunde, aber wisst ihr was? Besser als davor auf jeden Fall. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall mal anfangen, ein paar Sachen zu craften und ein paar Sachen auch zu erkennen. Das hier ist auf jeden Fall Holz und das baue ich jetzt ab, Leute. Und wir machen uns mal die ersten Tools. So, wir haben auch gleich schon 2 XP. Und Oxy, das Problem ist, die nächste Stufe erreichen wir erst bei 5 XP. Das heißt... Warte mal, bei 5? Ja, ja. Das wird immer schwerer, die nächste Stufe zu erreichen. Aber kein Problem, okay, Leute. Hey, wir können uns jetzt Ausrüstung machen. Ich habe eine Idee. Du weißt doch, bei Erzen kriegt man auch richtig viel XP. Stimmt. Voll bei Kohle. Wir müssen einfach in die Höhle gehen. Wenn wir mit Villagern handeln, kriegen wir auch richtig viel XP. Deswegen, Leute, wir machen uns jetzt ganz, ganz schnell ein paar Standard-Tools, ein paar Holz-Tools, weil wir wollen ja heute den Enderdrachen besiegen, weil dadurch kriegen wir richtig viel XP und das ist wirklich das Beste, was wir machen können. Deshalb, Leute, wir machen uns ein paar Tools hier vorne, das Crafting-Bench sieht auch richtig cool aus und dann melden wir uns gleich wieder, wenn wir auf XP-Suche gehen. Oh ja, und es wird dunkel. Monster geben uns auch viel XP, das weißt du ganz genau. Oh, ich craft mir schnell auch ein Schwert. Okay, Leute, wir haben jetzt ein paar Tools gemacht, wir farmen hier noch ein bisschen Stein. So sieht übrigens Stein aus. Ey, ich finde, das sieht auch irgendwie voll cool aus, oder nicht, Orksi? Warte mal, Ukri, du farmst noch Stein? Ich habe mir schon eine Eisenbrustplatte gemacht. Der hat sich schon Eisen gemacht. Und wie sieht die Eisenbrustplatte? Die sieht ja ganz normal aus, oder nicht? Oh ja, relativ normal, aber ein bisschen anders, glaube ich. Ein bisschen anders, hast recht. Ich glaube, die sieht echt ein bisschen anders aus. Okay, Leute, es wird Zeit. Wir wollen die nächste Realitätsstufe erreichen. Schau dir das erstmal an, wie die aussieht in der Hand. Lol, okay, in der Hand sieht die echt ganz anders aus. Die gehört jetzt mir. Ciao, ciao. Ey, warte, meine Brustplatte. Oh Mann, das kriegst du zurück, Ukri. Ey, aber erstmal, warte mal, guck mal, da vorne ist ein Skelett. Ey, ausweichen. Junge, guck mal, wie das aussieht. Alter, das sieht voll gruselig aus irgendwie. Ja, das hat ganz komische Augen, Alter. Komm her, Skelett. Das ist Creeper, das ist ein Creeper. Guck mal, wie die aussehen. Ey, die sehen voll süß aus. Sieht aus wie Frösche, oder nicht? Vielleicht sind die auch lieb. Ey, ich muss essen. Kleiner Creeper, bist du lieb? Die sind auf keinen Fall lieb. Die wollen mich explodieren. Geh weg da! Kommt her! Los, wir besiegen die. Oh Mann. Die sind doch nicht so lieb. Leute, ich würde sagen, wir erledigen jetzt die ganzen Monster. Guck mal, wie Zombies aussehen. Und dann kriegen wir durch die ganz viel XP. Und bei 5 XP melden wir uns, denn dann kommen wir die nächste Was macht denn Schleim hier? Hallo? Ich weiß auch nicht, aber mir fehlt nur noch ein halbes XP, dann bin ich einfach auf 5 XP. Oh nein. Okay, ich will auch schnell 5 XP erreichen. Schnell, Leute, kommt her, Zombies. Leute, nur noch ein Mob, dann haben wir 5 XP. Komm her, Skelett, Alter. Und... Komm schon! Ja! Oh, ich hab 5 XP! Und hier passiert was! Wow! Oxy, wir haben Level 5 Stufe. 5 XP haben wir erreicht und das ist jetzt die nächste Stufe? Also die dritte? Oh ja, du hast recht. Sind wir wieder in der normalen Welt? Nein, irgendwie nicht. Schau dir mal den Boden an und Enderman greift uns an! Hilfe! Los, zack! Ich bin der beste Minecraft, schau dir jetzt an! Zack! Nein! Ich hab einen HP! Hilfe! Ich hab ihn, Ukri! Oh, das war knapp, Alter! Das war knapp! Ey, aber mir fällt gerade was auf. Der Schatten ist doch nicht ganz normal wie in Minecraft. Der ist irgendwie so ein bisschen in Pixeln. Also, das ist doch immer eins unrealistischer als das normale Minecraft. Und da oben ist ein Eisengolem. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und warte mal, da oben ist ein Eisengolem. Schau dir das mal an. Ich habe auch eine Enderperle. Und ey, warum hast du die jetzt unnötig geworfen? Wir brauchen die später doch, um ins Enderportal reinzukommen. Aber naja, weißt du was? Da werden wir noch uns drum kümmern. Erstmal gehen wir jetzt zum Golem. Weil der Golem kann uns ein bisschen XP geben, glaube ich. Freunde. Und er gibt uns Eisen. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Dann kann ich warte, müssen auch wir ihn erstmal besiegen oder was? Ja, guck mal, hier, easy, Alter, einfach nach oben bauen. Machen dich fett, guck mal, erst auf dich fokussiert und nicht die ganze Zeit von hinten. Boom, und dann komm her, Alter, easy. Ich mach dich fertig, Golem. Und? Boom. Hat der Eisen gedroppt? Wie viel hat der gedroppt? Okri, du glaubst mir nicht. 4 ganze Eisenbarren. Wow, schau dir das mal an. Davon kann man sich Schuhe machen. Oh ja. Und ey, Leute, wir haben noch immer 5 XP. Bei 10 XP kommt die nächste Stufe. Und Leute, ich hab's langsam satt. Ich will jetzt Minecraft endlich realistisch haben. Ich meine, das ist doch ein wenig unrealistisch. Und Okri, ich kenne die Zauberformel. Ich glaube, wir müssen ein Ei gegen deinen Kopf schmeißen, Junge. Das bringt nichts. Was soll das denn bringen? Leute, wir attackieren Hühner und dadurch kriegen wir ganz viel XP. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt auch mal langsam anfangen zu handeln. Oder wir gehen langsam ins Nether, Leute, denn da kriegen wir richtig viel XP, wenn wir ein paar Biome erforschen. Denn man bekommt durch Fortschritte auch XP, das weiß ich auf jeden Fall. Da kann man richtig viel bekommen auf einmal. Netherite, dann werden wir einfach richtig heftige Netherite-Ritter. Oh ja, und dann besiegen wir den Enderdrachen und ganz am Schluss wird Minecraft super realistisch. Okay, Freunde, wie findet ihr dieses? Das ist die dritte Stufe jetzt mittlerweile. Ich finde dieses Minecraft, die Blätter haben schon ein bisschen Struktur, aber noch nicht so ganz wie ganz normal Minecraft. Warte mal, schau dir mal die Bäume an, das sieht wieder ein bisschen anders aus. Ja, wieder wie so eine Anime-Welt, oder nicht? Das Gras auch? Ganz, ganz komisch. So Anime-Cartoon, stimmt. Mhm.
Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen uns jetzt ab in die Höhle und versuchen, 10 XP zu erreichen. Wir sehen uns gleich wieder. Leute, es wird heute noch so spannend. Leute, ihr wisst nicht, wie lange wir schon unterwegs sind in Höhlen. Wir erledigen Monster, wir erledigen dies, das, damit wir 10 XP haben. Und gleich ist es soweit. Gleich erreichen wir die nächste Stufe und da freue ich mich sowas von drauf. Die wird bestimmt super realistisch. Oh, Greta, der ist Zombie, aufpassen. Oh nein, komm her, komm her. Geh ich hier irgendwo vielleicht. Zack. Warte, und boom. Ach, den haben wir. Oh, okay, ich bin schon bei der Hälfte von 9 XP. Das heißt, wir sind fast da. Da vorne ist noch ein bisschen Eisen, können wir auch natürlich mitnehmen. Ein Moment mal, schau dir mal die Lava an. Ist das Lava oder ist das irgendwie rote Beete-Saft? Das sieht echt aus wie rote Beete-Saft. Lol, das ist komplett rot. Ich probier's mal, okay, Ukri, und... Ey, pass auf, wieder diese Creeper! Creeper! Komm rein, komm rein! Ich brenne. Alter, das war knapp. Alter, Junge, pass auf. Gerettet. Dankeschön, Alter. Dankeschön, Bro. Oh, und ich habe schon fast 10 XP. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sind fast da. Ich melde mich, wenn wir 10 XP erreicht haben. Und ein Goldapfel! Lol, das ist, war ja mal richtig nützlich, diese Truhe hier vorne. Okay, Leute, wir haben eine richtig, richtig, richtig geile Station gefunden, um ein Nether-Portal zu bauen. Wir platzieren hier vorne oben Wasser und ihr wisst ja ganz genau, ich bin der Nether-Bau-Experte, Freunde. Ja, vielleicht nicht ganz, aber es müsste funktionieren, Leute. Wir machen das einfach auf der altmodischen Art und Weise. So, zack, wir platzieren hier vorne Wasser, dann zack, dann nehmen wir das Wasser und wir haben unseren ersten Obsidian-Block. Und Leute, ey, ich bin echt gespannt, wie das Nether gleich aussehen wird. Wir brauchen 10 XP. Ey, erstmal will ich 10 XP erreichen. Komm schon, Leute, wir gehen jetzt ein paar Monster besiegen. Danach gehen wir erst ins Nether mit dem realistischen Minecraft-Orksi, okay? Okay, ich bin sowas von gespannt. Danach wird es einfach richtig realistisch. Ich habe sogar eine richtig gute Idee. Schau mal, hier vorne ist Redstone. Das haben wir noch gar nicht abgebaut. Und das gibt ja eigentlich voll viel XP. Deswegen, Leute, Mission Redstone abbauen. Und ja, ich habe fast 10 XP. Komm schon, noch ganz bisschen. Noch ganz bisschen. Und bitte, 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 bitte. Ey, ich glaube, ich bin so knapp davor. Ist einfach Gold. Ukri, schau dir das mal. Hier vorne ist einfach Gold. Dann können wir uns noch mehr Goldäpfel machen. Oh ja, ich brauche mehr. Leute, wir sind so knapp davor, Minecraft realistisch zu machen. War ein bisschen realistisch. Noch nicht komplett, aber ein bisschen, Leute. Ich bin so kurz davor. Leute, Redstone sieht ganz ehrlich auch super lustig aus. Und wir erreichen die 10 XP, Leute. 3, 2, 1. Und ich hab's auch geschafft. Wow. Wow. Boah, ein Moment mal. Warte mal. Wieso sieht das auf einmal so extrem realistisch aus? Das ist viel zu realistisch wie Minecraft. Ein Moment, du hast recht. Das ist Stein? Das sieht ja voll realistisch aus. Oder nicht? Das hat mehr Texturen drin. Und guck mal, die Waffen. Wow. Oh, guck mal, die Waffen sind auch recht. Du hast recht, schon über meine Waffe an. Das ist erst die erste Stufe nach dem normalen Minecraft. Junge, wenn wir gleich die Stufe 15 erreichen, also 15 XP und die nächste Stufe erreichen, das wird dann noch viel, viel realistischer, Leute. Wahrscheinlich haben wir dann auch echtes Lava, was wirklich, schaut euch, wisst ihr, was richtig komisch ist an Lava? Das verbreitet sich so stockend, Leute. Aber man kann Minecraft so dazu bringen, Leute, dass es physisch komplett, also von der Physik her, komplett wie in echt ist. Und das werden wir heute noch hinkriegen. Man kann es kaum noch unterscheiden von der Echtheit vom Real Life, Leute. Und deshalb... Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Dann sieht das nicht einfach so aus. Schaut erst mal, das ist einfach nur ein Block, der runterfließt. Boah, das sieht so cool aus, vor allem Obsidian. Und schau mal, die Schwerter und alles. Das sieht auch richtig geil aus, oder nicht? Guck mal hier, das Schwert sieht richtig cool aus. Boah, schau dir mal meine Spitzhacke an. Okay, lass uns schnell fürs Nether-Portal vorbereiten. Du kannst Nether-Portal nicht bauen mit... Du kannst Obsidian nicht abbauen mit einer Eisenspitzhacke. Guck mal, du musst das so machen. Zack, zack, zack. Und Leute, wie man jetzt unser Nether-Portal? Boom. Und weiter geht's. Zack, zack, zack. Alter, okay, wo hast du das bitte gelernt? Bro, ich bin Minecraft-Profi. Ja, Leute, weißt du... Leute, wir gehen in den Nether. Let's go. Ich mach den Kurs fertig. Und ey, wir wollen Feuerzeug. Lass uns schnell Feuerzeug besorgen. Okay, Leute, unser Nether-Portal ist fertig. Orksi hat mit Feuerzeug besorgt. Und jetzt zünden wir das an und rein da. Jetzt bin ich echt gespannt, auf geht's rein. Wenn wir Level 15 erreichen. Sowas von besiegen. Junge, wir müssen mehr XP haben. Wir brauchen mehr XP. Aber denkst du vielleicht... Warum kommen wir nicht rein? Orksi, komm hier rein. Okay, endlich. Ich bin jetzt drin. Alter, schau dir mal die Lava an. Es sieht sowas von legendär aus im Nether. Bei mir sieht die Lava sogar ein bisschen irgendwie normal aus. Aber das Netherrack sieht ganz anders aus als beim normalen Minecraft. Aber das ist der erste Anfang, Freunde. Es wird noch richtig krass. Wasser wird wirklich hier richtige Wellen haben und alles. Bro, Orksi, du kannst es gar nicht vorstellen. Wir brauchen eine Festung. Lass uns schnell eine Festung finden. Und da vorne ist sogar ein Warp Forest. Das heißt, wir können zum Warp Forest und ein paar Endermans besiegen. Dadurch kriegen wir richtig viel XP. Oh yeah, oh yeah. Kommt hier, Endermans. Wir wollen Enderperlen. Kommt her, ihr Endermänner, Alter. Endermans sehen auch normal aus. Aber die Pilze sehen voll cool aus. Die sehen richtig realistisch aus, Leute. Die sehen richtig realistisch aus. Schau dir das mal an, in der Hand vor allem. In der Hand sieht das noch cool aus, oder nicht? Oh ja, hast recht, Orksi. Komm, ey, Endermans, kommt her, Alter. Wir brauchen 50 XP. Boom, ey. Ich hab mich einfach angezündet. Die haben keine Chance, die hauen ab, Mann. Boom. Ah, okay, ich hab mich selbst angezündet. Die haben eine Enderperle. Ey, die Enderperlen, ganz am Schluss, die werden so realistisch aussehen. Gerade sehen die noch normal aus, aber später, Leute, vertraut mir.
die werden so krass aussehen. Die werden so richtig echt und realistisch aussehen. Leute, wir sind ganz kurz davor, Minecraft wirklich jetzt noch viel realistischer zu machen. Wir brauchen, glaube ich, nur noch einen Enderman. Guck mal, wie viele Enderperlen wir gefarmt haben. Wir haben so viele Endermans besiegt. Komm her, Junge. Oxy, der letzte Enderman. Ich bin so kurz davor, vor Level 15. Na los, du krieg besiegt ihn. Oh, er ist einfach weggegangen. Warte, er kommt hier im Moment wieder. Halt dich bereit. Ich halte mich bereit. Wo ist er hin? Er ist hier tot irgendwo. Er ist irgendwo tot. Ich höre ihn. Hä? Er ist weggelaufen. Er hat alles bekommen von uns. Er ist einfach abgehauen. Okay, hier Freunde. Hier vorne sind die Ukri. Hier vorne. Komm, zack, ich her, Mann. Leute, ich bin so kurz davor. Komm schon, ich muss es schaffen. Und ja. Ich bin Level 15. Stix P15. Ich auch. Oh, es passiert was. Let's go. Wow. Wir haben 15 XP und... Was? Ukri. Es sieht schon so realistisch aus. Wie cool wir einfach aussehen. Alter, ich sehe aus wie ein Ritter, oder nicht? Ja, ich auch. Ey, Alter, die Sachen sehen so cool aus. Leute, schaut euch das mal an. Das hier ist Stein, das ist eine Enderperle. Was? Ey, aber... Ukri, schau dir mal die Lava an. Junge, wie cool. Mach die mal weg, Junge. Aber wie sieht Feuer aus? LOL. So sieht Feuer aus. Und schau mal, die Pilze und alles. Den Rasen an. Alter, der ist so schön. Ich würde den am liebsten niemals abmähen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich würde am liebsten diese Pilze hier essen. Die sehen irgendwie lecker aus. Auch ein bisschen giftig. Die würde ich nicht essen, ansonsten können wir das doch gleich rauchen. Das sieht ganz komisch aus. Was? Oxy, hör auf! Leute müssen... Junge, was? Schau dir das mal an! Wie sieht der... Das ist ein Piglin. Boah, das sieht richtig realistisch aus, oder? Der sieht richtig aus wie so ein richtiges Schweinemonster. Alter. Der hat so viel Schweinefleisch gegessen, wie so ein Monster. Das sieht echt eklig aus. Oh nein, oh, ey. Oh Mann. Warte, Ukri, ich hab eine Idee. Schau mal, Ukri. Ukri, schau mal, was jetzt wir machen werden. Und weg mit dir, Junge. Überleben doch in Lava, oder nicht? Stimmt. egal. Ey, und schau mal das Brot, was wir... Das sieht aus wie echtes Brot. Ukri, schau mal, das sieht einfach aus wie ein richtiges Steak aus dem Sternehotel, aus dem Sterne-Restaurant, oder nicht? Hast recht. Und der Wassereimer sieht auch so. Alter, alles sieht schon mal richtig realistisch aus. Den goldenen Apfel. Warte mal, was ist eigentlich mit deinem Helm los? Der ist irgendwie nicht ganz bei deinen Augen passend. Ja, hast recht. Ich sehe dich richtig. Aber Leute, ihr müsst euch halt vorstellen, das wird noch realistischer. Das sieht schon krass aus, aber das ist erst die, welche Stufe ist das? Oh nein. Siehst du den Enderman, Bro? Warte, Slenderman. Oh, der greift mich an, Ukri. Ich hab eine gute Idee. Ein Moment. Setz dich rein. Okay. Aussteigen. Hey, was machst du, Ukri? Jetzt haben wir ihn gefangen. Und jetzt können wir uns ihn genau anschauen. Alter, sieht der krass aus. Yo! Oh, schau dir den mal an, wie der am Zappeln ist, Junge. Wie eklig das aussieht. Und das Boot sieht auch so realistisch aus. Aber Leute, das ist nicht alles. Später gibt es noch Kreise und alles, was überhaupt nicht in Minecraft geht. Leute, wir haben erst 15 XP-Level. Das heißt, wir sind noch nicht komplett realistisch. Aber schau mal da oben, siehst du den Gast? Ey, da müssen wir eigentlich näher ran, oder nicht? Ich will mir genauer ansehen. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Der hat so die Zähne von unten. Oh, was? Oha! Der sieht echt richtig gruselig aus. Warte mal, der muss mich anschauen. Hey, da vorne, du Gas, Alter! Hey, Gas, siehst du uns, Mann, du kleiner Gas, Alter, hier! Ich hab Gas, Junge! Werfen wir auf ihn. Los. Das bringt doch gar nichts. Oh, Mann, Oxy! Ich hab ihn abgeschossen! Guck mal hier, der sieht so eklig aus! Ich bin gespannt, wie die Feuerkugeln aussehen. Geht nochmal zurück, ne? Hier 5 Sekunden, habt ihr gesehen, wie sein Mund aufgegangen ist? Das sah so eklig aus. Genau in der Sekunde, macht einen Screenshot und schickt uns das auf Insta, ganz ehrlich. Und schickt das euren Freunden, teilt das Video und schickt das euren Freunden, damit die sich erschrecken. Junge, das sah so eklig aus. Okay, ich würde sagen, Leute, wie wir jetzt eine Nether-Festung suchen, denn das ist unser nächstes Ziel. Und hier ist eine Bastion! LOL. Okay, lasst uns, obwohl die Bastion brauchen wir gar nicht. Wir brauchen jetzt als nächstes Lohnrouten. Wir holen uns das Gold noch mit und dann gehen wir Lohnrouten holen. Und Leute, gleich erreichen wir XP Level 20 und vertraut mir, das wird von der ganzen Physik, von allem nochmal viel, viel krasser, Leute. Es wird zu wild, Leute. Let's go. Wir gehen direkt weiter. Alter, Leute, schaut euch mal an, wie Gold aussieht. Was? Das sieht auch richtig krass aus. Es sieht so schön aus, wirklich. Ja, aber Leute, es wird alles noch viel krasser. Deswegen will ich euch das Ganze gar nicht so lange zeigen. Denn, Leute, es wird eh noch krasser. Und dann am Schluss werde ich euch alles nochmal richtig zeigen. Boah. Komm, looten schnell die Bastion, dann gehen wir auch weiter. Leute, ich wollte euch nochmal zeigen, wie ein Magma-Block aussieht. Auch richtig cool. Das Schwein sieht so eklig aus. Das ist eine Warze auf dem Kopf oder was? Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, hier ist ein Diamantenschwert drin. Richtig geil, Leute. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So, zack, ein Diamantenhelm auch. Den ziehen wir auch an. So, zack. Und schaut euch mal, wie Magma-Creme aussieht.
Ey, Leute, ich nehme die ganzen Sachen mit, weil später will ich die Schleimblöcke. Wie sieht das aus? Schaut euch das an. Wow, das sieht so cool aus. Aber Leute, es wird doch alles viel, viel cooler. Deswegen, ich zeige euch das später nochmal. Ich nehme das mit, dann zeige ich euch das später nochmal, wenn es komplett realistisch ist. Okay, Leute, wir haben schon 17 XP erfahren und 7 Lohnrouten. Ich würde sagen, das reicht auch erstmal. Junge, guck mal, hier sind einfach realistische Pilze. Die Lohnrouten sehen auch... Ey, das sieht so komisch aus. Leute, wir machen uns jetzt als nächstes... So, Redstone können wir wegwerfen. Wir machen uns Lohnstaub, wir haben genug Freunde und machen uns mal ein Enderauge. Denn wir müssen jetzt gleich zum Enderportal. Und das bewegt sich! Das bewegt sich, das Enderauge! Und ich dachte, warte mal, Ukri, meinst du das wirklich ernst? Nee, ich brauche Hilfe, Bro. Komm schnell zu mir, komm schnell zu mir, komm schnell wo zu mir. Wo bist du? Bist du hier beim Blazes? Komm her, komm her, komm her. Nee, ich bin hier vorne, ich bin weitergelaufen. Ah! Wow! Okay. Hier ist ein Blaze, wow. Warte mal. Junge, guck mal, wie das aussieht, die Blaze. Hier ist nämlich auf jeden Fall mit. Ja, aber schau mal, das sind unsere Skelette, die wollten mich gerade einfach verfolgen. Die sehen auch richtig komisch und eklig aus, oder nicht? Oh, die so sehen realistisch aus. Mit blauen, oh. Augen, hey, weg mit denen! So eine gruselige Farbe, ne, ich sag ehrlich. Das ist die schönste Farbe aller Zeit, was redest du? Okay, ich Leute. Ich hab so Angst vor Blau, Ukri. Ich würde sagen, wir müssen jetzt, ich habe eine richtig gute Idee, wie wir XP bekommen. Wir müssen einen Fortschritt erreichen, okay? Oxy, wenn wir jetzt jedes Biom hier durchgehen, können wir, glaube ich, mehr XP bekommen. Wir müssen nur noch, ich weiß nicht, wie das Biom heißt, aber dort gibt es auf jeden Fall überall diese Steine. Wenn wir das finden, kriegen wir einen Fortschritt und dann können wir richtig, richtig viel XP bekommen. Weißt du, das ist Stony-Stone-Biom, oder nicht? Ja, ich weiß nicht, wie das heißt, Leute. Aber vertraut mir, ich weiß, wie man viel XP bekommt. Und dann schalten wir gleich... Ja, genau das da vorne! Okay, komm, schnell dahin. Ich glaube, wenn wir jetzt da reingehen, dann werden wir richtig viel XP bekommen. Ich habe durchgespielt, Leute. Schaut einfach selbst zu. Ey, was willst du, Junge? Warum schießt mich ab, Alter? Leute, ich glaube, dann erreichen wir 20 XP und haben die nächste Stufe freigeschaltet. Komm, wir müssen da jetzt nur noch rein und... Komm schon, bitte! Muss funktionieren. Und jump. Oh, siehst du das? Siehst du das? Ich hab richtig XP bekommen. Nein, 25. Nein, nein, ich auch. Oh, ich bin Level 25. Ja, okay. Du weißt, was das heißt? Oh, wir überspringen zwei Stufen und sind schon richtig realistisch. Wow. Wow. Leute, was zum... Billy Pups! Ukri, schau dir das mal an, Junge, was zum Billy Pups. Ich leuchte! Guck dir das mal an! Ey, ich sneak's mal hin. Alter, guck dir das mal an, wie cool das aussieht. Alles leuchtet, Mann, wie cool! Alter, und schau mal, wenn du sneakst, geht einfach so Kinomodus an oder sowas. Ganz komisch. Ja, oh ja, und guck mal, wenn wir die Blöcke abbauen, wie cool das einfach alles abhängt, Junge. Wie cool ist bitte diese realistische Minecraft-Welt? Was? Das ist gar nicht mehr Minecraft, das ist einfach arg oder so. Junge, guck mal, wie die Diamanten leuchten auf meinem Helm. Hä? Warte mal, okay. Diamant leuchtet noch. Ganz komisch. Das Schwert? Ich leuchte auch. Junge. Leute, das ist doch nicht komplett realistisch. Es sieht doch realistischer. Cool. Ey, aber hast du es gesehen? Das war ein richtig guter Trick, Leute. Denn wenn man in Minecraft jedes Biom im Nether besucht, dann kriegt man einen Fortschritt und einfach 10 XP. Wie ich das gesehen hab. Und wir haben einfach richtig viel XP bekommen und dadurch haben wir jetzt einfach 25 Level erreicht. Das heißt, wir sind schon eins voran. Oh, zwei sind wir voran und jetzt sind wir hier im Nether und es sieht super realistisch aus. Und Ukri, noch 5 Level. Junge, es leuchtet alles so ganz komisch. Du weißt selber, wie realistisch es wird, oder? Wenn wir 30 erreichen, Leute, das wird der nächste Höchstpunkt, Leute. Vertraut mir, das wird nochmal komplett anders aussehen. Zack. Okay, ich würde sagen, lass uns zurück in die Welt und dann zum Enderdrachen. Komm, schnell. Let's go. Oh yeah, jetzt machen wir den Enderdrachen fertig, holen uns die XP und dann geht's ab in die super realistische Minecraft-Welt. Oh yeah. Haha. Und schaut mal auch, wie die Enderperle und alles leuchtet. Geil. Auf geht's, Ukri-Nagel. Oha, Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, wie die Minecraft-Explosion aussah? Alter, es sieht alles super realistisch aus. Die XP sind irgendwie rainbowfarbig jetzt. Leute, das ist einfach verrückt. Wir haben jetzt Minecraft ein bisschen weitergespielt. Wir sind jetzt wieder zurück in der Overworld. Und Leute, so sieht der Himmel aus. Was? Ukri, es sieht total verrückt aus, wie als wenn wir in Irland oder so, als würde das alles so leuchten im Himmel, oder nicht? Oh ja, es sieht aus wie diese Leuchtfeuer im Himmel. Oder wie heißt das überhaupt? Guck mal, wir laufen gerade auf Eis. Polarlichter. Polarlichter, okay, ganz Polarlichter. Genau. Das sind Polarlichter. Okay, Leute, wir werfen jetzt unser Enderauge, mal schauen, wie das aussieht und... Okay, und... Es geht in die Richtung vom Mond. Schau das mal an, dann los. Das ist einfach der Mond, ne? Ich glaube, beim Nether ist der Mond. Wie krass es aussieht. Ich bin echt gespannt, wie die Sonne aussieht. Okay, let's go. Wir gehen dorthin, Leute. Und gleich besiegen wir den Enderdrachen und da kriegen wir so viel XP. Und Minecraft wird so realistisch. Noch viel krasser als jetzt. Vertraut mir. Warte mal, wird der Enderdrache dann sogar sprechen können am Ende, oder was? Ich weiß nicht. Das wird realistischer als das echte Leben, Bro. Vertrau mir. Let's go, Leute. Ich bin so gespannt. Wir müssen uns ein Boot craften. Leute, ist mittlerweile tags und ich wollte euch das Ganze mal nochmal zeigen. Da vorne ist, glaube ich, der Mond, der geht gerade unter. Und das ist die Sonne. Und das sind Vögel in der Luft. Alles. Ich check gar nichts mehr. Sieht so cool aus. Die ganze Welt. Schau mal, unser Schatten. Alles ist realistisch. Wir leuchten. Und ich weiß nicht, Leute. Sogar so eine Bewegungsunschärfe. Wow. Das sieht richtig krass aus. Okay, ich würde sagen, wir werfen jetzt unser Enderauge. Und mal schauen, wie weit wir sind. Hör, es hat sich umgedreht. Oxy? Ich glaube, wir sind da. Ich
Ich glaube, wir sind fast da. Warte mal wirklich, aber Ogri, pass auf, hinter dir ist ein neues Monster, Junge. Was für ein Monster? Oh ja, komm mal her, hier ist ein richtig gefährliches Monster. Schau dir das mal an, dieses Schaf, Alter. Das sieht komisch aus, ne? Okay, komm, wir öffnen das eine Auge damit. Hä, die Richtung hat sich echt gewechselt. Ich glaube, wir sind da. Warte, wir müssen nach unten, hier nach unten, nach unten. Oh, guck, wie das Wasser aussieht. Schau mal, wie schön das Wasser ist. Wir könnten ja einfach so ein bisschen schwimmen, oder nicht? Ah, das sieht richtig lecker aus. Ich habe jetzt Bock auf Wasser. Und? Boah, ich liebe Wasser. Wasser ist voll lecker, wirklich. Hier unten ist das. Hier unten ist das Portal. Lass uns hier runterbauen, Junge. Lass da reingehen, komm. Und Leute, es ist hier unten? Ja, es ist hier unten. Oxy, wir bauen uns runter und wir werden jetzt Minecraft komplett realistisch machen. Jetzt komplett realistisch. Let's go! Leute, das sind Silberfische. Das heißt, wir sind beim Enderportal. Ey! Was wollt ihr? Mit Ugri und weg hier! Ugri, das Enderportal. Junge, 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 schau mal, wie schön es einfach aussieht. Ich das sieht so krass aus. Okay, warte, warte, ich will hier noch nicht direkt reingehen. Ich will eigentlich erstmal das. Mach mal den Spawner weg. Mach mal den Spawner weg. Den Spawner mach ich sowas von weg. Okay, Leute, wir machen jetzt unsere Enderaugen. So, zack. Oxy, danke für die Enderaugen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir die alle hier rein und. Das Enderportal. Guck mal, wie cool die aussehen. Die Enderaugen. Rein! Rein! Boah, wie cool! Alter, schau mal, wie schön das läuft. Und man kann da ganz tief reinschauen. Guck mal, wie tief es einfach geht. Alter, du hast recht. Okay, ey, Leute. Ich würde sagen. Okay, ich würde sagen. Auf geht's rein mit dir. Wow! Hä? Und ich komm hinterher. Was passiert? Ist lag? Wow! Ich bin drin. Wow. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, wie das Enderportal aussieht. Aber Leute, es wird doch realistischer. Wir müssen unsere 30 XP erreichen. Was? Schau dir an, wo wir einfach angelangt sind. Das schwarze Loch. Es leuchtet alles Mögliche. Oh, ey, ganz ehrlich, zum Glück habe ich Holz dabei. Komm mit, komm mit, komm mit. Ich habe ganz viel Holz dabei. Warum hast du Holz? Junge, was machst du? Das ist die schlauste Idee um Holz. Mach aus dem Holzstamm erstmal Holz. Okay, Leute, wie krass sieht das alles aus? Und oh, der Enderdrache. Warte mal, der Enderdrache sieht normal aus? Hä? Warum das denn? Ich glaube, der wird noch krasser, vertraut mir. Der wird noch krasser. Auch, der wird noch richtig OP. Wir müssen ein paar Endermänner ins Grab schicken. Und warte, warte, warte. Wir müssen erstmal diese Leute, Dinger da oben kaputt machen, oder nicht? Leute, wir zerstören die ganzen Kristalle. Das ist kein Problem für uns. Ja, dann zerstören wir den Ender dran. Und dann wird Minecraft am Schluss so realistisch, vertraut mir. Weil wir werden gleich so viel XP bekommen, wenn wir den Ender dran besiegen. Boom. Oh, die Explosion sah so cool aus. Leute, das letzte Mal. Wow, ich bin voll in die Luft geflogen. Oh nein. Ich muss ihn erledigen. Oh Mann. Er hat uns wieder weggeschleudert. Ey Leute, komm, lass unsere letzte Chance jetzt nochmal einmal. Oder nicht unsere letzte Chance, aber ich will jetzt einmal den Enderdrachen nochmal besiegen. Leute, kommt schon. Oh Mann, der schleudert mich die ganze Zeit weg. Okay Leute, Orks hat mir direkt 5 Pfeile gegeben. Also nur 5 Pfeile mehr hat er auch nicht. Ich hab alle meine schon verschossen. Natürlich, ich hatte 9 Stück, Junge, das weißt du doch. Okay, sehr gut, danke. Ey, mal schauen, ob ich jetzt mit diesen 9 Pfeilen ihn erledigen kann. Den Ender dran, komm schon. Oh, den ersten habe ich verfehlt. Den ersten habe ich verschossen. Auf den Kopf. Der ist so weit weg, ob ich den treffe. Die Endermänner fertig. Zack, 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 zack. Na los, na los, na los. Ich hab getroffen. Sehr gut, noch einmal, noch einmal. Ich hab getroffen. Noch zweimal, glaube ich. Eins. Gleich explodiert. Und los, 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 Ukri, Ukri. Nein, ich hab dich getroffen. Leute, komm schon, ich muss sie kriegen. Los, ja, ja, bitte, bitte. Ich will jetzt Minecraft so realistisch machen. Leute, alle nochmal liken, abonnieren. Schreibt, Leute, falls ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt alle nochmal Hashtag Ender da in die Kommentare und Hashtag realistisch. Okay, ich würde sagen, 0,3 und jetzt machst du ihn fertig. Let's go. Das immer noch nicht getroffen. Ukri, let's go. Jetzt, Alter. Boah, schau mal, wie das aussieht. Junge, Junge, Junge. Ossi, mir gehört das ganze XP. Ich will jetzt Minecraft so realistisch haben. Okay, der gibt uns jetzt so viel XP, Leute. Wow, das kommt alles da runter. Guck mal, in Rainbow Farm. Und schau, wie viel. Ukri, ich bin einfach Level 40. Wow, was passiert hier? Wow. Leute, wo sind wir hier gelandet? Einen Moment mal, Ukri, ich kann meinen eigenen Körper irgendwie sehen. Seit wann geht das denn in Minecraft? Warte mal, das ist wirklich wie Real Life. Das ist wirklich wie Real Life. Bro, ich fühle mich gerade, als ob ich selber hier rumgehen würde und alles selber sehe. Was geht hier ab, Oxy? Was geht hier ab, Junge? Es ist so verrückt, ganz ehrlich. Ich mein Kopf bin viel verrückter. Was? Nein, das glaube ich nicht. Was? Oh, das glaube ich nicht. Guck mal, das sind einfach so kleine Blöcke geworden. Schau mal, wenn du Sachen abbaust, dann kommt einfach kleine Blöcke raus. Warte mal, ich will mal was ausprobieren. Ukri, schau dir das mal an, Los, wir bauen hier oben einfach eine Plattform. Schau dir das jetzt an, wenn wir das jetzt hier unten abbauen. Dann müsstest du einfach alles einstützen, oder nicht? Also eigentlich würde es runterfallen, wenn es super realistisch wäre, oder nicht? Oh ja, das stimmt, aber okay, Leute, wir brauchen eure Hilfe. Lasst alle nochmal ein Like da, aktiviert die Glocke, falls ihr es euch geschahen habt. Und dann wird es hier super realistisch, noch realistischer als davor. Leute, macht den roten Knopf grau. Los, 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 los. Let's go, 3, 2, 1. Leute, ich glaube, es hat funktioniert. Leute, schaut mal jetzt. Boom, 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 jetzt, wenn ich jetzt hier unten abbaue, fällt einfach das andere nach unten.
Weil das ist genauso wie in Real Life. Zack, 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 wir bauen doch... Okay, okay, warte mal, lass mal so eine riesige Plattform bauen. Warte mal, so einen kleinen Baum. Und jetzt schau dir das mal an. Wir machen das sehr kaputt. Und jetzt fällt das alles zusammen. Oh, Alter, das ist so cool. Das ist die und komm mal, wenn Physik du gehst, dann... Aua! Ich werde attackiert von Batman. Wir machen hier fertig, Junge. Was? Der geht genauso drauf wie in Real Life. Hey, guck dir das mal an. Hallo. Ich will das nochmal sehen. Komm mit, komm mit. Weißt du, was ich jetzt mache? Junge, ich stoppe jetzt das Ende ein. Oh, ich hab's kaputt gemacht. Wie in Real Life. Warte mal. Das Ende-Ei? Hey, du weißt selber, dass jetzt eigentlich die ganze Welt... Eigentlich geht das gar nicht. Hä, und Battlefield sieht einfach so aus. Okay, also, weißt du was, Orks? Ich geh da jetzt rein. Ciao. Guck mal. Ich auch, let's go. Wisst ihr was? Wir haben jetzt Minecraft durchgespielt, aber ich bin jetzt echt gespannt, wie es aussehen wird in der echten Welt. Leute, wir sind jetzt in der echten Welt unterwegs und schaut euch das an. Das ist Minecraft in Real Life. Es sieht wirklich super realistisch aus. Hier sind sogar Wellen. Hier sind sogar Wellen. Okay, ich will unbedingt schwimmen gehen. Na los, na los, na los. Wellen in Minecraft. Oha. Okay, wir bauen mal einen Baum ab. Kommt schon rein, wir können ein bisschen schwimmen gehen. Und der fällt einfach zusammen. Wie cool, Bro. Ey, das ist echt mega, mega cool. So cool. Okay, ey, Orks, jetzt will ich eine Sache noch austesten. Unbedingt. Was denn, Ukri? Was denn? Guck mal, hier ist ein Sapling. Der sieht einfach so aus. Was? Und wenn man was ins Wasser reinwirft, schau dir das mal an. Boom, es splasht einfach. Das schwimmt einfach lang, Orks. Schau mal. Was? Oh ja, ist mega, mega cool. Und zack, direkt aufsammeln. Alter, die Crafty Mensch, schau mal, wie realistisch aussieht. Okay, jetzt will ich mal ein Boot craften. Und Leute, wir gehen jetzt mit dem Boot in den Ozean rein und mal schauen, ob uns diese Wellen wirklich. Ey, warte auf mit Ukri. Ich hab gar kein Boot. Junge, ich fliege einfach in den Wellen. Yo! Oh Mann, du kannst doch einfach alleine losgehen. Wow, die Wellen werden immer höher. Es fängt langsam an zu stürmen, Ukri, glaube ich. Wir müssen echt aufpassen. Alter, Leute, wir fliegen hier einfach durch die... Oh, das sieht so realistisch aus. Leute, das ist aber noch nicht alles. Das ist noch nicht alles, Orksi. Es fängt an zu stürmen. Pass auf. Oh nein. Jetzt wird es richtig abgehen. Okay, Leute, wir werden jetzt einmal noch super realistisch sich Minecraft anschauen und nochmal ein Level hochgehen. Bei 65 Level wird es noch krasser, Freunde. Und das wollen wir jetzt austesten, weil ich will es einmal noch für euch machen. Schaut bis zum Schluss. Ich auch. Schaut euch das mal an. Wow. Wow, Leute. Wir haben 100 XP erreicht und wir sind in Minecraft. Aber man kann das überhaupt nicht unterscheiden vom echten Leben. Leute, schaut mal, ich kann meine Hand bewegen. Was geht denn jetzt ab? Okay, nein, Spaß, Freunde. Das ist natürlich das echte Leben. Und ich würde sagen, Freunde, das war's auch mit der Folge. Falls euch die gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke und drückt hier vorne auf die nächste Folge. Schnell! Die wird richtig cool. Hier drauf drücken. Oh, reingeschaut. Aha. Ciao, ciao!